Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Rocco ein Sondermodell aus. Die 7999. Ja, 7999. Also 3x9. Und die 0 ist die Artikelnummer. Das ist eine Baureihe 218463-8. Dieses Mal aus der Epoche 5. Eine orientrote 218 mit einem Lätzchen vorne dran. Na, gucken wir uns die doch mal an. So, und eine Besonderheit hat sie, diese Lok heute. Vielleicht wissen es einige schon von Neuheiten. Ich glaube, das macht gerade nur Pico so. Oder ich weiß es nicht ganz genau, ob andere Hersteller auch schon die ersten Loks da mit ausgerüstet hat. Aber diese Lok hat einen 16-Bit-Sound. Ja, und da fragt man sich jetzt, was ist ein 16-Bit-Sound? Also was ich von diesem neuen Lautsprecher, oder ich weiß nicht, ob es nur ein Lautsprecher ist, sondern auch ein neuer Decoder, aber dieses Teil, der 16-Bit-Sound, ermöglicht ein noch präziseres und klangvolleres Diesel-Sound-Aufkommen beim Fahren. Also, dass halt der Diesel-Sound sich besser anhört als mit diesen, ich weiß gar nicht, was die da immer sonst verbaut haben, einen ganz normalen Standard-Lautsprecher oder Decoder, Wires, whatever. Das scheint jetzt halt die erste Lok zu sein, die damit ausgerüstet wurde. Hier auch, na, das seht ihr gar nicht, ah, doch, das seht ihr ein bisschen hier auch mit unseren neuesten Brettern hier. Im letzten Umbauvideo haben wir die das andere abgebaut. Das aufgebaut. Könnt ihr euch ja noch reinziehen, wenn ihr wollt. Das ist ja Teil 20 gewesen. So, aber dann holen wir doch mal die Lok da raus. Ach ja, und noch mit parallelen Hutzen. Ja. Lokführer. Ich bin schon echt gespannt auf den Sound. Er soll sich kraftvoller, er soll sich besser anhören als der alte. Da bin ich mal ganz, ganz gespannt drauf. Seht ihr dann alles im Fahrvideo, was wir in den nächsten Wochen dann so einstellen werden. Aber erstmal kommen noch andere Sachen dran. Ja, das war schon ein Look im Großen und Ganzen. Mit Lätzchen. Wir haben noch eine von Märklin. Eine alte 218. Ich weiß es gar nicht, von wann die genau ist, aber mit verkehrten, also von seitenverkehrten Hotz, oder wie man die auch immer nennt. Die ist älter, die ist voll aus Metall, die ist aus Plastik. Auch mit Lätzchen. Finde ich, dieses Lätzchen sieht echter aus, weil das nicht komplett perlenweiß ist. Ja. Ohne Kupplung und so, also ohne Kurzkupplung. Ja. Das als so einen ganz kleinen, schnellen Vergleich zu älteren Modellen dieser Art.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.